euch mit Warcraft 3. Mein Name ist Calder und zusammen mit meinem Kollegen Reaper werden wir euch nun das letzte Warcraft-Game für den heutigen Tag präsentieren. Game Nummer 4. Und auch hier haben wir hier mal einen deutschen Vertreter mit dabei, derselbe, den wir auch bereits in der ersten Runde hatten. Also Jorsk wird hier versuchen, alles perfekt zu machen. Er wird versuchen, seine Chancen auf das Überleben der Gruppenphase hier weiter zu steigern, nachdem er ja bereits im ersten Spiel, das wir heute Mittag zeigen konnten, Sase besiegt hat. Also Mark Förster, 18 Jahre alt, wird hier versuchen, auf der Bühne seinen zweiten Sieg einzufahren. Er wurde Dritter bei der Qualifikation und hatte hier etwas Glück, da HLA nicht teilnehmen konnte, nicht teilnehmen durfte und Jors damit nachgerückt ist. Der Jungenspieler aus Deutschland wird also versuchen, hier seinen Gegner in die Knie zu zwingen. Und da hat er eine richtig harte Aufgabe vor sich, denn er wird es dann mit einem echten Killer zu tun haben. Und zwar mit diesem jungen Mann, und zwar Envy Yu Wenmang von World Elite, ebenfalls wie Ted, den wir gerade gesehen haben. Und gleich, also alle drei Chinesen kommen von World Elite. Das ist eine richtige Weltelite. Und es ist, wie bereits erwähnt, wie wir heute schon gesagt haben, es ist erst seine erste WCG-Teilnahme. Und ihn kann man so ein bisschen als den Nachfolger von Sky vielleicht sehen. Er ist auch ein junger Player, er ist sehr stark, er ist Chinese und wird Sky, hat auch Sky geschlagen in der Gruppenphase. Also das ist ein würdiger Nachfolger. Vielleicht nicht unbedingt der Nachfolger, so würde ich ihn noch nicht nennen, aber zumindest mal ist er ein adäquater Ersatz für ihn. Er hat ihn auch rausgeschmissen in der Qualifikation. Du hast ja auch eingangs bereits schon mal erwähnt. Und die beiden Jungs werden sich auf einer Map kriegen, die wir heute noch nicht gesehen haben, und zwar Turtle Rock. Für Humans immer wieder mal eine schöne Map, gerade für Human Mirrors, das erste Video, das wir heute gesagt haben, ist es hier natürlich eine richtig tolle Map, da können wir uns auf einiges gefasst machen. Es hängt hier natürlich auch viel davon ab, ob die beiden auf Close Positions starten oder auf Close Positions. Die Map also eine Vier-Spieler-Map und hier ist alles möglich. Ganz essentiell natürlich Startpositionen, wo es dann letzten Endes auch rund geht. Ist hier nochmal der Deutsche im Bild, der sich im Vorfeld nicht sonderlich viel Chancen ausgerechnet hat. Er hat zwar gemeint, er will sein Bestes geben, aber er zweifelt so ein bisschen an sich selbst. Ja, und jetzt hat er große Chancen, denn wie bereits erwähnt, er hat verloren gegen Groggy, hat aber Sase bereits besiegt. Und jetzt sollte das Game dann gleich anfangen und ja, dann schauen wir mal. Das werden wir schauen, was die beiden uns hier zu bieten haben. Und natürlich sind alle beide jetzt hier auf der Sieg extrem wichtig. Irgendwie will sich natürlich eine Gruppe auch gut in der Gruppe durchsetzen. Hat hier lediglich noch, ja. Zurück. Also jetzt geht's gleich ins Spiel. Hat noch einen Bilder gefehlt, den wir jetzt machen, lieber Damen. Und natürlich werden wir jetzt mal die beiden Spieler sehen. Die beiden Jungen jetzt auf Turtle Rock alles zeigen müssen. Im Mirror-Match natürlich immer extrem wichtig. Hier kann jede kleine Situation, jeder kleine Fehler kann ja wirklich entscheiden. Deswegen natürlich auch für den Deutschen hier gegen den Favoriten, gegen den Chinesen alles offen. Er hat hier die Möglichkeit, vielleicht mit dem Hero Kill, vielleicht mit einer schönen geteilten Aktion auf die Expansion, auf die Economy seines Gegners alles zu entscheiden. Gleiches gilt natürlich für ihn, wie beide müssen hier richtig Gas geben, hochkonzentriert spielen. Gerade in Zero Matches ist es ein essentieller Bestandteil des Ganzen. Und hier jetzt riesig um die Durst geht. Ein falscher Kill in das Game. Ja, und das Spiel startet in diesem Moment. Und man muss sagen, es ist wirklich ein Endspiel in der Gruppe. Muss man fast sagen, denn Jorsk hat jetzt alle Chancen. Wenn er irgendwie schlägt, dann ist er so gut wie weiter. Wir dürfen das noch nicht so, also wir müssen noch den Konjunktiv verwenden, weil noch ist es nicht so weit. Also er hat dann noch zwei Spiele zu spielen, aber die sind nicht so stark einzuschätzen wie eben Envy. Er hat gegen Grubby verloren, aber das ist wurscht, denn Grubby hat ja bereits Envy besiegt und der ist damit fast sicher. Damit also hier für ihn ein extrem wichtiges Game. Das ist sicherlich der stärkste Gegner, der noch auf Jors wartet. Und Envy weiß natürlich auch, er muss den Sieg hier einfahren. Für ihn ist es ein Pflichtsieg, für ihn. Er will natürlich weiterkommen, er will, eigentlich wollte er auf Platz 1, Grubby hat ihn besiegt, damit die Chancen, dass er wirklich hier die Pole Position noch erreicht, sehr gering, aber er will weiter, alles andere als Überleben der Gruppenphase, wäre für den Chinesen sicherlich eine Enttäuschung und er muss jetzt natürlich schauen, dass er hier auch seinem Ruf mal Taten folgen lässt. Wir sehen aktuell gerade, dass wir auf Cross Position starten, also keine Close, damit wenn wir im Early Game nicht so ein starkes Harassment haben, wir werden hier keine frühen Fights haben, aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern die beiden werden sich zunächst aufs Creepen verlegen, rechts unten startet der Deutsche, rechts unten startet Jorsk, der gerade sein Altar of Kings
aufgebaut und jetzt werden wir gleich sehen, was für ein Hero es gibt. Es geht auf eine Art Mage, gerade auf Seiten der Asiaten, jetzt sehr, sehr oft auch der Mountain King gespielt als First Hero, nicht unbedingt auf dieser Map, was jetzt auch hier auf Seiten von Infi durch Rechnung getragen wird, durch den Art Mage, der ebenfalls für den Chinesen an den Start kommt. Also keine Überraschung hier, beide gehen mit dem gleichen Hero in den Start, werden damit dem Ruf des Mirror Matches gerecht und wir dürfen gespannt sein, was das Early Game bringen wird für die zwei. Ja, und es kann sein, dass der Mountain King heute gar nicht mehr kommt, also zumindest nicht in diesem Match, weil es könnte sein, dass beide wieder einen Pandering Brewmaster verwenden, was wir auch schon öfters mal gesehen haben, vor allem auf Turtle Rock, da erinnere ich mich an Massenfights von Archmage Panda, vier Priests und massenhaft Spellbreaker, also das gibt einige Matches, die so wären, abgelaufen sind schon, in der Vergangenheit. Pandering Brewmaster natürlich vor allem wegen seinem Area of Effect Spell, immer wieder gerne gesehen, wird dann auch oft in Kombination mit einem Blizzard gespielt, wir haben ja bereits im Spiel von Grubby gesehen, was so Area Effects was gegen Humans alles anrichten können. Also die Chain Lightning Shockwave Combination, die wir damals hatten, hat ja ordentlich was gerissen beim Human Player. Der hatte wirklich Probleme dagegen ranzukommen, auch mit seinem Scores of Healing. Und nach dem gleichen Prinzip wird er natürlich auch voll fahren, wenn dann auf den Pandaren Brewmaster als zweiter Hero gesetzt werden sollte. Joss ist gerade im Creeping, wurde gerade gescoutet von Infi, findet erstmal Slivers of Agility plus 3, während wir auf der anderen Seite beim Gegenspot den Cloak of Shadows haben. Also das, ich würde sagen, je nach der Situation kann so ein Cloak of Shadows schon ein extrem starkes Item sein. Die Slivers of Agility bringen jetzt dem Deutschen nicht allzu viel. Er orientiert sich allerdings gleich nach rechts an den Kartenrand und geht hier auf die Orgel Warrior. Auf Level 3 findet die Gloves of Haste schon besser, was das Item angeht. Und links das Pendant auf der Gegenseite, das Item, das hier gedroppt wird von den Orgel Maulern, von den Orgel Warriors, ist a Ring of Protection. Plus 2. Ja, und den Slippers of Agility wird er 100% verkaufen. Cloak of Shadows, ich denke, er wird die erste Nacht auf jeden Fall dieses Item behalten, denn das kann gerade in solchen Fights interessant sein und relativ wichtig sein und kann dann wirklich mal den Hero auch retten, wenn der Gegner kein Dust dabei hat, also wenn man ihn überrascht. Wenn der Gegner das alles allerdings scoutet, wird man das mit Dust of Appearance, ebenfalls erhältlich am Shop, natürlich leicht kontern können. Und im Moment sehen wir noch nicht unterschiedlich, also 4 Footmen in Arcmage, Level 2, Brilliance Aura, wie bereits erwähnt, die Items, die sind etwas unterschiedlich, aber so große Vorteile kann ich noch nicht erkennen. Momentan am unteren Kartenrand also gerade nächstes Creeping von Infi. Der hat sich jetzt im nächsten Orgel Warrior Spot aufgemacht und ist hier gleich dabei. Währenddessen hat Yors, ist gerade auf Einheiten getroffen seines Gegners, die auf der Map unterwegs waren. Also damit weiß Infi auch, was momentan Sache ist. Und Yors will jetzt hier offensiv werden. Yors geht jetzt in Richtung Mainbase seines Gegners. Er will hier jetzt erst Akzente setzen und den Gegner in die Defensive zwingen. Mal schauen, ob er hier was erreichen kann. Tag auf Tier 2 mittlerweile bei beiden am Start. Infi auf 29 Supply. Ward Element schön gesammelt. Hat er über die Barriere reingesammelt. Läuft hier jetzt direkt rein mit seinen Wundern. Jetzt geht's hier direkt auf die Bastard Line, auf die Militia. Und ja, gehen die ersten Down, er blockt sehr schön raus. Einer Down, zwei Down, schön gemacht soweit. Und jetzt bewegt sich hier Infi erstmal zurück, wieder den dritten noch verliert. Verliert er den dritten noch, er sieht so aus. Da verliert er drei Militia, schön gemacht. Und jetzt bewegt sich Infi zurück. Der hat ja schon gut federn lassen müssen. Und jetzt muss hier New York aufpassen, dass er selbst nichts mehr verliert, dass er seine Units rauszieht. Soweit eine gute Attacke vom Deutschen. 30 gegen 28 zu bleiben mittlerweile. Der Deutsche hier also jetzt mit einem kleinen Vorteil zieht seine Units zurück, verliert einen Fullman, den kann er verschmerzen. Wenn er den Rest jetzt noch in Sicherheit bringt, dann war das definitiv eine profitable Aktion vom deutschen Spieler. Also sehr schön gemacht von Jors, der sich jetzt hier zurückzieht, weiterverfolgt wurde von seinem Gegenspieler. Und da oben nochmal ein einsamer Footman, den der Deutsche nicht mehr erreichen konnte. Da hätte er sich zu weit in die Creeps reinwagen müssen, wären die aufgeweckt worden vom Chinesen. Dann hätte der Artmage doch ganz schön auf den Bett bekommen. Ja, Tag auf Tier 2 auf beiden Seiten und während des Tags ist es natürlich noch ein bisschen eine Spur härter, solche Passants zu verlieren, denn da kann man keine nachproduzieren, die wichtig sind für die Economy. Level 3 allerdings jetzt für den Archmage von Infi, also ein kleiner Hero-Vorteil an diesem Moment. Und er hat 2 Cloak of Shadows und Claws Protect plus 6, die hat er unten bereits gefunden. Und Jaws macht sich wieder auf den Weg in die Mainbase, killt den ersten Passant erneut. Und das sind natürlich immer so Nadelstiche, die gar nicht mal so schlecht sind, aber jetzt hat er Tier 2 erreicht, Infi, und kann jetzt auch wieder Passants nachproduzieren. Und wir haben eine neutrale und wir sind gespannt, vielleicht ist es die Naga, vielleicht ist es auch ein Panda im Brewmaster. Und es sieht nach einem Solana Panda auf beiden Seiten. Die Panda BFGs, unsere StarCraft-Moderatoren, wenn sie sich freuen, endlich mal was sie kennen, wenn auch in anderer Form. Jetzt muss allerdings Infi auch erstmal Fernsehen geben, zieht sich ja momentan gerade zurück und von oben kommt noch mal ein paar Footmen. Und er freut Jos, er kann ein paar Free Hits verteilen. Schafft das vielleicht, kriegt er den ein. Da kommt der Breath und kommt dann nochmal ran. Oh, mit ganz wenig Hitpoints. Da schickt er nochmal einen Footman hinterher. Schaut über den Krieg. 8 Hitpoints hat er sich gerettet. Mal schauen,
wo er den hingeschickt hat, ob vielleicht hier Jost auch noch rankommt. Und jetzt versucht Infi ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, sein Heil in der gegnerischen Mainbase. Da steht der Kane Tower, der zieht sofort mal dem Archmages Mana ab mit seinen Schüssen. Und er zieht sich auch Infi wieder zurück. Also hier schon mal ein richtiges Herzschlagspiel, was wir sehen. Die Jungs fighten hier um jede Unit. Und Jost alles andere als defensiv eingestellt. Er ist hier definitiv derjenige, der zuerst die offensiven Akzente gesetzt hat. Der versucht immer wieder mal seinen Gegner in die Defensive zu zwängen. Also langsam, aber sicher befreit sich Infi und ist seinerseits dabei, den Gegner hier in die Mainbase zu jagen. Also das ist jetzt schon ein bisschen kritisch für uns, da muss er halt aufpassen. Ja, und jetzt könnte dieser Clock of Shadows eben entscheidend sein, denn wir befinden uns in der 8. Da kann er seinen Hero doch mal retten. Und der Hero-Vorteil, er hat Level 2 Water Elementals gegen Level 1, also der Archmage von Infi ist schon Level 3. Der Archmage eben von Jaws, von deutschen Vertreter, ist nur Level 1. Das ist ein entscheidender Nachteil in diesem Moment. Der Panther kommt von oben, nicht surrounded. Breath of Fire hat er nochmal gemacht und ein Footman geht hier down im Zurückziehen. Den konnte Infi nicht mehr retten in diesem Moment. Kriegt keine Experience dafür, da vom Tower gekillt wurde, aber immerhin eine Unit weniger. Auf Seiten des Gegners eine Unit weniger, die seine Base belagert. Castle Tank mittlerweile auf Seiten von Infi, der tankt ja also auf Tier 3. Bei Jost sehen wir das Ganze noch nicht. 35 Supply für den Deutschen und der zieht jetzt zurück. Hat natürlich als erster die Caster, dadurch, dass er den Tank nicht direkt annimmt. Also hier in der Mainbase für ihn auch schon die ersten Priests mit dabei. Und er zieht, Infi großartig, zieht hier nochmal Units raus. Wunderschön gemacht. Jost verliert hier nochmal eine Farm, ist allerdings nicht im Negativ-Supply. 33 von 36 hat er aktuell. Und jetzt versucht allerdings irgendwie weiter nachzusetzen. Der Chinese also hier weiter sehr, sehr offensiv in dieser Spielsituation. Und natürlich jetzt Jost versucht alles dran zu setzen, hier sein restlichen Gebäude zu retten. Bricht hier jetzt nach vorne raus und trägt den Chinesen auch wieder zurück. Hat natürlich hier einen schönen Support durch seine Priests. Und hier der Take auf Tier 3 auf Seiten von Infi fast beendet. Griffin Avery wird hier gebaut, also er will hier auf R gehen. Und das könnte für Jost kritisch werden, wenn er es nicht scoutet. Ja, und dazu bräuchte er als Konter dann den Workshop. Und davor braucht er erstmal einen Blacksmith für den Workshop, um hier Gyrocopter oder Flying Machines zu bauen. Oder er macht halt Dragonhawk Rider. Die gehen deutlich schneller, wenn man einfach einen Griffin Avery baut. Ganz hilflos ist er natürlich trotzdem nicht, dank den Water Elementals und dank den Castern. Aber natürlich wäre es definitiv besser, wenn er gezielt auf die Air-Units gehen könnte und sich nicht durch die Taktik seines Gegners überraschen lassen müsste. Ivory Tower jetzt hier, sind im Upgrade, der Creep läuft von unten, der Panda, aber der ist alleine. Der Panda ist alleine, der Rest der Human Army war weit weg und jetzt zieht Infi sofort alles wieder nach unten. Er weiß natürlich, hey, die Echse, die darf ich nicht durchkommen lassen. Da muss ich jetzt gegensteuern. Der Creep, kann er den Creep abschließen? Kommt, wer kriegt die Experience Points? Wer kriegt die XP? Breath kommt. Oh, und das müsste auf den Panda. Ja, der Panda Infi hat hier die XP bekommen. Aber der ist surrounded. Und er geht aber down. Also, hat den Creep abgeschlossen, aber wurde surrounded. Schön gekontert von Jaws. Hat er toll gemacht. Also, die Situation ausgenutzt. Wusste zwar, gut, die eine Uni habe ich nicht gekriegt, die Creep habe ich nicht bekommen, aber das schaffe ich zumindest. Und das hat er richtig clever gemacht, denn genau das muss er machen. Er muss jetzt expandieren, wo er sieht, dass sein Gegner jetzt hier auf Tier 3 tickt. Und jetzt hat er noch den Vorteil, bevor dann hier die Tier 3 Units eben kommen. Jetzt revived er hier den Panda und wir werden bald die ersten Griffin Riders sehen auf Seiten des chinesischen Human Players. Durch den Tag von Infi hatte er nicht die Möglichkeit, hier auf Castle zu gehen. Der Support also durch die Priest, definitiv ein Vorteil für Jost, denn er ist geschickt ausgenutzt. Hat, wie Reaper hier schon schön gesagt hat. Jetzt der Breath of Fire. Der Breath of Fire in die Footman, aber die Expansion, der Versuch muss abgebrochen werden. Wird jetzt allerdings sicherlich sofort erneut in Angriff genommen, während hier die Footman von den Physik alle zurückziehen müssen. Jaws hat hier noch ein bisschen Zeit verloren, aber insgesamt war natürlich vor allem der Kill des gegnerischen Partners des Second Heroes von Infi Gold wert, denn dadurch konnte er jetzt auch erstmal den Arrow of Effect etwas vermeiden, den natürlich seinen eigenen Workern hier ziemlich eingeheizt hätte beim Bau der Expansion. Und da muss er schauen, dass er die Exes schnell hochkriegt. Also er muss jetzt auch gucken, dass er was schafft gegen die Air-Units und dass er hier jetzt wirklich auf eine solide Grundlage kommt. Jetzt wird erstmal eine Phase folgen, in der Infi sicherlich den offensiven Part drin hat, in der Infi ein Übergewicht hat. Jetzt muss Jaws, er muss jetzt creepen, er muss schauen, dass er den Panda auf Level 3 bekommt, dass er seine Heroes hochbekommt und dass er seine Echse vor allem hält. Kann er das lange halten, dann kann er den Economy-Vorteil dementsprechend umsetzen in mehr Einheiten, in bessere Upgrades und dadurch natürlich auch einer schönen Defensive dann direkt wieder in den Angriff übergehen. Natürlich sehr, sehr schön. Die Towers sind zwar gut als Base Defense, aber Magic Damage von den Griffin Rider. Und jetzt macht ihn wie auch bereits den Golden. Das kann er eigentlich nicht halten. Massen auf Footman kommen in diesem Moment. Und Jaws weiß nach wie vor nicht, dass sein Gegner hier auf Air-Units setzt, dass er hier auf Griffin Rider setzt. Sehr, sehr schöne Taktik. Und jetzt geht's hier eben auf den ersten Arcane Tower. Der fällt hier in diesem Moment auch schon. Jetzt muss er sich zurückziehen. Der Human Player von China zieht sich hier erstmal zurück. Er schien in den Zeit. Waldraum. Er schien in den Zeit. Jetzt sieht es.
Jetzt muss er es spätestens gesehen haben. Und natürlich, jetzt wird der Tower erstmal repaired mit Fast Repair von nur 2 Persons, aber das könnte zu wenig sein. Mal schauen, wie viele Griffin Rider. 47 Supply hat er auf jeden Fall, also einige. 3 wird er wahrscheinlich haben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich gewollt war, dass er den hier rübergesteuert hat. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er erstmal so 4, 5 sammelt und dann erst losgeht. Jetzt das Wortelement, was wir vorhin schon angesprochen haben. Das Problem ist halt natürlich auch, die Greifen machen auch Magic Damage und das Wortelement kriegt nochmal extra Schaden davon. Also damit sind die auch schnell down. Aber jetzt wird es hier, jetzt kommt die ganz kritische Phase. Jetzt kommt die ganz, ganz kritische Phase für Jost. Wenn er das übersteht, hat er gute Chancen, das Game für sich zu entscheiden. Aber das muss er erstmal halten jetzt. Denn Infi wird es immer wieder kommen. Wird es immer wieder kommen mit Greifen, mit parallel dazu. Vielleicht mal gucken, ob er noch schnell ein bisschen creepen kann. Die Footmans sind im Verlauf des Spiels immer weniger wert, werden dann dem höheren Breath of Fire des Pandaren Brewmasters auf Seiten des Deutschen zum Opfer fallen. Deswegen kann er hier nochmal alle zum Creep schicken, kann sie mal reinschicken. Und jetzt hier sehen wir auch schon den ersten Creep. Er versucht jetzt einfach den aktuellen Map-Vorteil, den aktuellen Vorteil, den er hat, umzusetzen. Und das Ganze natürlich dann in höheren Hero-Levels resultiert zu lassen. Aber was ist das denn? Er vergisst seine Panda und er geht down! Er geht down! Fehler von Infi, vom Chinesen, was war das denn? Aber gekillt vom Ogre-Lord, keine Experience Points für den Wandering Brewmaster von Jaws. Er ist nicht auf Level 3 aufgestiegen, das wäre der nächste TP. Das TP kommt. Da sieht er die Attacke auf die Echse und sofort kommt das TP. Sorceress sind hier schon wieder am Start. Die Castle nochmal slower, weiß genau, die geht eh down. Da hat er sowieso keine Chance. Aber durch das Slow schafft er es. Nein, er kommt nicht weg. Sah nochmal ganz gut aus, aber hat er nicht ganz geschafft. Spellbreaker mittlerweile ebenfalls wieder dabei. Und schönes Item. Cloak of Flames. Bringt natürlich nichts gegen die Air-Units, aber gegen alles, was auf dem Boden kreucht und fleucht, ist der Partner in Kombination mit dem Breath of Fire jetzt natürlich ein wahres Monster. Ja, vor allem gegen die Footmen, die ihn dann vielleicht surrounden. Jetzt geht aber erst die Main-Base. Da steht nämlich kein Tower, da steht keine Base-Defense, da steht nichts. Und immer wieder versucht er auf den Arc-Mage zu gehen, um ihn zum Townportal zu zwingen. Schaffte. Das schafft er jetzt. Er muss Townportal, er portet hier, verliert noch eine Priest, der liebe Jaws. Das macht er schon richtig. Das macht er schon richtig. 59 Supply auf Seite von Infi. Vielleicht schafft er doch die Überraschung. Jetzt kommt Griffin Aviary mit Fastbit. Also wir werden bald Dragon Rock Rider als Anti-Hier sehen. Und mittlerweile Supply-Tasche sind die beiden auch oben auf. Das muss hier sogar in der Main-Base Infi nochmal eine eigene Farm zerstören, weil er mit seinem Hero nicht rauskommt. Und das wird ihn an die Grenze seines Supplies jagen. Also er will erstmal nichts mehr bauen können, muss eine neue Farm erstmal nachziehen. Und man muss ganz ernsthaft sagen, Jaws legt ein super Game hin, macht es hier richtig überlegen. Und man kann sich nur fragen, was war bei Infi los? Er darf den Hero so nicht verlieren. Der erste Hero-Loss war schon, ich sag mal kritisch. Also da hätte er mit rechnen müssen. Da hätte er eigentlich so schnell nach dem Brad sofort den Hero-Bett bewegen müssen. Aber das kann man verschmerzen. Aber den zweiten, dann den Creeps, da hat er ihn offensichtlich nicht in der Gruppe gehabt. Also das war wirklich nicht geschickt gemacht von ihm. Allerdings war das erste Mal ja quid pro quo sozusagen. Denn er hat mit dem Breath of Fire zwar die Experience abgestaubt von den Kirk Engine Sea Turtle. Da war er einfach zu gierig. Und jetzt sehen wir hier bei dem Shop hier Claws of Attack plus 9 und Rule of the Watcher. Natürlich ein bisschen Map Control für den Chinesen. Und hier sehen wir auch schon den ersten Herren der Lüfte, Dragonhawk Rider für Jaws. Also um ganz ehrlich zu sein, sehe ich momentan Jaws definitiv vorne. Er hat die Expansion, er hat mittlerweile den Pandaren Brewmaster auf 3, hat ihn sogar fast schon auf 4. Der Pandaren Brewmaster auf Seiten seines Gegners ist allerdings gerade mal Level 2. Jetzt, okay, durch den Creep jetzt wird er 3 werden, aber insgesamt, wenn man sich gerade so betrachtet, muss ich sagen, sehe ich den Deutschen jetzt klar vorne. Jetzt erstmal hier noch den Creep, es gibt erstmal einen Helm of Mailer. Was natürlich ist, auf Seiten von ihm, wie sehr, sehr stark ist, ist auch sein Arc-Mage durch die 2 Claws, ja. Der macht schon mal plus 15 Zusatzdamage, das ist einiges. Und hier neben sehen wir nochmal kurz einen Scout, einen Footman von Jaws, den Opfer da hier natürlich. Wie bereits erwähnt, im Verlauf des Spiels sind die Footies einfach nichts mehr wert, da kann man ja auch mal zum Scouten schicken. Und jetzt hält er hier aber seinerseits nochmal ein paar seines Gegners, also das ist schon mal so ganz gut. 64 Supply für Jaws, also er hat mehr, er hat momentan Level mehr Supply. Er ist auf einem höheren Level mit seinen Heroes und er hat Expansion. Also er hat momentan alle Vorteile auf der Hand, er muss es nur noch umsetzen. Die Vorteile sind momentan noch nicht wirklich so extrem, aber jetzt kann er das Ganze wirklich hier umsetzen. Wenn er das jetzt, wenn er es geschickt runterspielt und keine gravierenden Fehler in den Fights macht, dann gehört das Spiel den Deutschen. Das wäre ganz, ganz tragisch für Infi und ein absolut Riesenerfolg für Jost. Und ich denke, der riecht auch seine Chance jetzt. Ja, natürlich. Und jetzt kommt aber der Go. Jetzt ist nochmal so ein entscheidender Moment. Diesen Go muss er abwerten. Der erste Knight ist mittlerweile schon da, die lassen Patch ja stärker wird. Portal. Das Downboard kommt jetzt hier in diesem Moment und er muss mit den Aerial Shackles sofort arbeiten. Jawohl, 3 Griffin Riders sind Shackles und jetzt muss er auch schon weg. Slow, die Griffin Riders sind nichts mehr wert. Aber an der Expansion ist der Panda, den hat er gesplittet von der Main Army. Sehr an der Expansion ist der Panda unterwegs momentan. Da kommt, super gemacht. Das Ding. Toll gemacht von Infi, aber böse natürlich für den Deutschen. Da hat er die komplette Passant-Line zerlegt. Baut jetzt seinerseits eine Expansion. Oh, oh, oh. Da muss Jostes aufpassen. Sofort muss er hier Militias nachziehen.
Jetzt muss er doch tatsächlich nochmal einen Tower killen in seine eigene Mainbase. Ja, aber jetzt muss er irgendwie auch was machen. Entweder er macht jetzt Flying Machines, um seine Griffin Rider zu schützen, oder wie hier, wie wir sehen, was er auch wirklich macht, Dragonhawk Rider entgegenzusetzen. Und dann kommt es darauf an, wer mehr Dragonhawk Rider hat. Er greift an, er geht in die Offensive. Und er hat die Echse gescoutet. Die Echse ist gescoutet, gerade eben links unten ist hier wohl ein Footman angekommen. Sehen wir in der Sekunde auf der Minimap. Ah, sehr schön. Also danke an die koreanischen Moderatoren-News. Das Ganze nochmal rüberschieben. Hier neben sehen wir den Pelsen. Und der sofort attackiert wird von Footman. Schönes Ding. Also die Expansion wird sich Jorf als nächstes schnappen. 53 zu bleiben für Infi. Und da muss er... Ah, geht er nochmal creepen. Da geht er nochmal creepen. Da will er nochmal ein Level up. Da will er nochmal ein Level up, offensichtlich. Und wenn er den Creep beendet hat, ja, da holt er auch nochmal Julius. 71 zu bleiben. Oh, schöner Einsatz. 15 zu bleiben mehr. 15 zu bleiben mehr. Er hat zwei Posts of Greater Healing auf Seite von Bernard Rumors. Da unten die Potion of Lesser Invulnerability. Seine Expansion wird zwar nochmal angegriffen, aber da die Frage, soll er wirklich fordern, killt er die seines Gegners? Er hat momentan, er hat die stärkere Armee. Er kann es reißen. Ich denke, er tauscht sie einfach. Also er lässt seine down gehen und killt die von Infi, die mittlerweile auch steht. Aber Infi zieht sich zurück. Er geht gar nicht auf den Bane, auf den Expansion Kill. Er holt sich erstmal ein TP. Er geht gar nicht auf die Expansion, er geht in die Main. Er will in die Mainbase, er will ihm jetzt hier auch die Besten einkillen. Er will ihn komplett von der Economy abschneiden. Und jetzt portet sich Jaws zurück. Es geht ein und die Shackles. Wo sind die Shackles? Die Shackles, die sitzen. Die sitzen alle. Und es muss, da kommt es auch vorne. Der Hackmage kommt da oben. Da kommt der Hackmage jetzt vorne. Da verliert er den Ersten, da verliert er den Ersten. Da wird er mehr verlieren, dass sie nicht alle in Reichweite verlieren. Böses Ding! Das haben wir gesehen. Gesehen, da war er nicht in Reichweite. Das hätte irgendwie auch sehen müssen. Aber hat er nicht. Da waren wir ihm sogar voraus. Und dadurch verliert er jetzt doch tatsächlich 3 Air-Units. Die Expansion von Jossi steht. Und er kann jetzt nach links los und kann es reißen. Also das war tragisch. 39 zu bleiben. Gegen 71. Das muss es doch sein. Das muss er noch holen. Ey, das ist die Sensation. Der Deutsche besiegt den Favoriten. Den kann er sich jetzt holen. Da darf er keine Fehler mehr. Das muss er jetzt holen, das Spiel. Ja, das muss er holen. 39 bei gegen 71. Und das ist eigentlich schön gelaufen jetzt hier. Da hat Infi zu schnell hat er den Go gemacht in die Mainbase. Und da wollen wir mal einen dicken Applaus für den Deutschen. Das muss er jetzt holen. Also Applaus für Jaws. Das muss er jetzt holen. Top gespielt bisher. Und jetzt in die Endphase vom Spiel. Level 5 für den Panda. Und ey, guckt dir den Jungen an. Also den will ich nachts nicht auf der Straße wegen. Denn zwei Potions of Greater Healing, eine Potion of Lesser Invulnerability. Der geht ja gar nicht da. Und da kannst du ja 3 Tage dann drauf prügeln, der Junge lebt noch. Dafür hat er immer ein Bierfass dabei. Also das muss man vielleicht auch erwähnen. 72 Supply gegen eben einige, also gegen 46. 48 sehen wir hier. Danke auch hier an die koreanische Regie. Und da jetzt der Creep abgeschlossen ist von seiner nearby Startposition. Der Panda ist allerdings auch schon fast Level 4,5. Hat Robo the Maggie jetzt im Gepäck, aber wieder keine schönen jetzt Items. Jetzt geht's auf die Exe erneut. Ja, da ist er drin. Panda Level 5, da sagt er mal freundlich Danke. Okay, der Brass war vielleicht ein bisschen scheiße, aber ansonsten war das eigentlich eine doppelte Angelegenheit. Hat allein schon durch seine Emulation, dass er hier dank dem Coke of Flames hat schon mal einen guten Stand. Und der Panda da oben muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Infi wird doch nicht wirklich hier noch die zweite. Na, das kann er mir nicht sagen. Das wäre es jetzt echt gewesen, wenn er hier auch nochmal den verloren hätte. Aber Potion of Invulnerability erstmal für die. Natürlich schönes Ding. Unten die Echse wird voll down gehen. Die Echse von Infi wird voll down gehen. Er ist wieder hoch auf 50 Supply. Also gegessen ist das Spiel nicht. Die Vorteile sind alle auf Seiten von Jaws, aber er muss trotzdem aufpassen. Infi ist ein Gegner, gegen den darf man sich keine Fehler erlauben. Und wenn er jetzt fehlerfrei spielt, hat er den Sieger. Da war das Team! Das war das Team! Der Schläger ist gar nicht mehr. Ein wahnsinniges Spiel. Da ist der Deutsche. So gut wie weiter. Da holt er den Sieg gegen die ganze Konkurrenten. Wahnsinn. Wahnsinn Spiel. Da hat er sich auch richtig gefreut. Ich hab mich noch nie so enthusiastisch gesehen. Also ich hab mich unglaublich knapp die ganze Zeit. Cool, dass ich denn da so eingehend wunderbar gemacht. Natürlich die beiden Heroes aufsteigen. Und Infi war hier mit der Schlüssel. Dann ist der Hero lange Zeit nicht im Spiel. Hatte Probleme auf hohes Level zu kommen. Toll gemacht, toll gemacht. Und damit ist Mark Förster so gut wie weiter. Jetzt muss er hier noch die Pflicht erfüllen. Die Kühe hat er gerade erledigt. Richtig geil, da nochmal ein Bild. Top, top, top. Da kann man nur gratulieren. Glückwunsch an den Deutschen. Wunderschön gemacht. Und ist natürlich tragisch für Infi. Der muss jetzt auf Schützenhilfe der Konkurrenten in der Gruppe hoffen. Denn allein aus eigener Kraft kann er es nicht mehr schaffen. Für die nächste Runde zu qualifizieren. 2 Niederlagen hat er bereits. Eine gegen Grubby, jetzt eine gegen Jaws. Und damit sieht es aus wie sehr großer Rückschlag. Und jetzt geht jede Sekunde weiter mit dem nächsten Spiel. Gewonnen haben, war's das heute. Und wir präsentieren euch als nächstes FIFA Carlos gegen Stevie Wiesler. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. We'll be right back.
your host, Viola Tenzin. Ja, wenn das nicht spannend war, damit hat Deutschland den Sieg geholt. Und natürlich gibt es für euch jetzt auch...